Wir merken es in der gewachsenen Beziehung, wie weit dass wir auch vertrauen können. Also Grundsatz auch kein blindes Vertrauen, oder? Immer selber auch kritisch sein und auch ruhig auch herumschauen, auch bei anderen, oder? Wenn jemand sagt, du musst einfach mir glauben, dann kommt es nicht gut, oder? Es gibt viele gute Fachleute und gerade Zweitmeinungen auch. Und wir können, sollen durchaus, oder das ist die weibliche Intelligenz, habe ich früher auch schon hergeleitet, das ist das kluge Wählen, oder? Das ist eine Fleißarbeit auch. Da braucht es keine schöpferischen Meisterschläge. Kamsa und Siegte und solche Sachen, sondern das ist eine Fleißfrage. Habe ich kennengelernt in der Bauökonomie, wenn wir eine anspruchsvolle, größere Arbeit, da jede Arbeit eigentlich ausschreiben, und da kommt eben der Druck auch, die Seile des Segelschiffes sind dort gespannt. Wir müssen mit Kraft durch und es sollte keine Verluste geben, niemand wollen wir von Bord verlieren und das Schiff muss heil ganz ankommen und da geben wir uns alle Mühe, dass wir ein Team zusammenkriegen, auch die miteinander auskommen können und dazu gehört insbesondere die korrekte Arbeitsausführung, dass die Arbeiten termingerecht ausgeführt werden können, dass die Qualität stimmt und auch der Preis stimmt. Dann können wir beurteilen, wenn die Qualität einmal definiert ist. Eine Riesenarbeit, da werden ganze Bücher hergestellt mit den Arbeitsbeschreibungen und Bedingungen und so weiter. Und dann wird das unter im lokalen Markt, Baugewerbe ist meistens ein lokaler Markt noch, bei denjenigen, die auf die Baustelle müssen eben, wird gestreut, oder? Und dann kommen die Angebote rein, man analysiert, spricht mit jedem Einzelnen und dann schlussendlich hat man denjenigen, diejenige, die das ausführen kann, eine Riesenarbeit. Mein größter Auftrag nebenbei war 8 Millionen, ein Baumeisterauftrag. Und, oder das ist dann wirklich eine Segeljacht, die dann wirklich voll durchgetrimmt sein muss. Und ja, eine Riesenarbeit, das ist die weibliche Intelligenz, das gute Wählen. Und da müssen wir auch uns zurück jetzt wieder zum Körper und zu dieser gesuchten Einheitstheorie